Oh, der komische Priester lebt irgendwie immer noch. So geht es mit ihm ja schon wieder weiter. Sobald er dann wieder Blessing einsetzen kann, setzt er das natürlich auf den Luckstone ein. Ist ja wohl klar. Hoffentlich ist ein Heiltrank. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat der sogar einen Strich dazu gegeben. Also einen maximal möglichen Strich. So einen Tin-Opener benutzt man ja eigentlich so gut wie nie. Ja, und das Einhorn ist halt leider verloren gegangen. Obwohl ich sogar eine Magic Whistle. Na toll, da kommt ein Bolt. Trotz der Magic Whistle habe ich das Einhorn nicht mehr wiedergefunden. Der ist zu blöd, um das Dinning Kit auf die Leiche von dem Bolt einzusetzen. Ist ja los. Toll. Natürlich ein richtiger Basilisk in diesem Fall. Ah, da kommen ganz viel so welche. Ein Basilisk ist jetzt fertig gemacht. Das ist der andere auch weg. Was mich allerdings auch wundert, ist, dass ich es überhaupt nicht schaffe, an Geld zu kommen. Ich habe gerade mal 41. Kann doch was nicht stimmen. Giant Lowes Viecher. Ist ja klasse. Vervielfältigen sich jetzt natürlich wieder dauernd. Aber wer weiß, wenn ich schaffen wird, ganz schnell zu dem Altar zu rennen, könnte ich versuchen zu offern. Das Problem ist nur, die zeigen es mir jetzt gerade voll. So weitergeht, dann gehe ich hier jetzt nämlich noch dort. Dieses blöde E-Square. Kommen die Leichen einfach mal da rein in die Box. Aber schnell zum Altar. Ich hoffe ja mal, dass die Leichen jetzt noch gut sind. Ja, anscheinend schon. Was hat es den Helm verzaubert? Mittlerweile sind alle meine Rüstungsteile verzaubert.
Jetzt kriege ich sogar was. Mal sehen, was. So ein Teil. Der Prayer-Timeout auch wieder weg. Und ich habe jetzt einen Disruptor, den ich aber eh nicht brauche. Wer braucht schon einen Disruptor? Ich wüsste aber immer noch gern, wo das verdammte Einhorn abgeblieben ist. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass das einfach mal verschwunden ist. Kommt ein Vortex. Ach, und hier ist dieser Laden mit den ganz vielen Wands. Wie gern will ich hier einfach alle klauen? Bloß wie? Ich meine, das kriege ich ja nicht hin. Wenn ich einen Scroll für Teleport hätte, könnte es vielleicht gehen. Nur habe ich da halt keinen. Und der Scroll für Teleport ist auch noch nicht entdeckt. Wobei theoretisch könnte natürlich auch einer von den Wands da drin für Teleport sein. Dann müsste ich den auf mich selber abschießen. Aber das ist mir zu riskant. So, hier ist jedenfalls auch kein Einhorn mehr zu finden. Ein Sattel, aber da ich ja keinen Riding-Skill habe, wobei andererseits, keinen Riding-Skill zu haben, bedeutet ja, glaube ich, nicht, dass man überhaupt nicht reiten kann, sondern nur, dass man nicht so gut reiten kann. Allerdings kommt jetzt das sogenannte Hass-Level. Auf das wirklich keiner Lust hat. Mal sehen, ob ich es schaffe, die Beach von der Nymphe wegzukriegen. Hey, du Lusti. Na toll, jetzt ist auch noch die Waffe weg. Warum bin ich eigentlich so blöd und nehme den Dolch als Waffe? Ich könnte schon natürlich einen Speer nehmen. Komisch, dass hier. Na toll. Offensichtlich ist der Shaped One für Teleport. Jedenfalls habe ich mir überlegt, dass ich die Lampe wieder einschalten soll. Obwohl, hier brauche ich die natürlich nicht. Wichtig wäre nämlich, dass ich diese Bitch von der Nymphe rechtzeitig finde. Und kill. Na toll, jetzt kommt auch noch das verdammte Team End. Das bedeutet nämlich im Klartext, dass ich jetzt am Verlieren bin. Diese Bastardviecher, ey.
Immerhin sind ein paar Stats hochgegangen. Natürlich nicht so gut, wenn man so einen Trank einlöst, während Soldier Ends unterwegs sind. Kommt auch schon wieder so ein komischer Köter. Das ist aber ein, in Anführungszeichen, guter Köter ist. Kriegt er jetzt mal was. Und ist jetzt im Team. Mal sehen, ob ich hinkriege, dass der Köter aus dem Laden ein paar Wands klaut. Alter, du sollst die Teile hierher bringen. Hey, irgendwie stellt er sich aber blöd an. Jetzt hat er mal einen rausgeholt. Und das ist sogar der richtig gute, nämlich der für Delapart. Regens kommt jetzt das verdammte Team End. Das wäre natürlich toll, wenn der Köter. Na, jetzt geht er endlich mal auf die Ameisen los. Ich fürchte nur, dass der tot gemacht wird. Ja, das gibt's ja nicht. Ich habe eine verdammte Soldier End tot gekriegt. Natürlich ist da eine Spinne in dem Laden. Und doch noch alles mögliche andere. Boah, das E-Square funktioniert ja momentan mal gar nicht. Jetzt ist aber wenigstens mal der Magabastard endlich weg. Offensichtlich hat er das alles aus diesem Laden da oben rausgeholt. Und noch nerviger Artools. Bom. Bom. Da ist ja voll der Riesenladen. Müsste ich unbedingt mal ein paar Sachen klauen. Tollen Fisi-Misi-Mimik. Vor allem ist es auch nervig, dass ich mein Langschwert nicht mehr habe. Na toll, ich bin ja auch blöd. Das Mimik hätte man jetzt nämlich eigentlich sehen können. Aber auf jeden Fall soll sich der blöde Shopkeeper-Mofo nicht einbilden, dass ich für irgendwas hier zahlen werde. Natürlich ist es so ein ganz fieses Mimik, das ich nämlich neu dazugefügt habe. Es wundert mich, dass die hier schon kommen können. Normalerweise sind die Static-Mimics nämlich ein total hohes Level. Deshalb hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass die hier schon kommen. Toll. Muss jetzt gucken, dass ich schnell aus dem verdammten Laden rauskomme, bevor es nämlich zu spät ist. Toll, natürlich geht das verdammte Mimik schon wieder auf mich los. Muss ich sofort weg hier.
Götter herbeigerufen. Normalerweise kommt jetzt aber dieser Watchman-Abschaum. Effa, du alter Bastard! Effa, du Bastard, TP! Ja, der Köter hat ihn aufgefressen, diesen alten Bastard, Ershimisi. Ich setze jetzt mal den Scroll für Identify ein. Na toll, der wirkt natürlich nicht auf alles. Enlightenment, na toll. Ist das alles nutzlos? Haut ab, ihr blöden Ameisen. Niemand will euch hier. Oh nein, der hat ein Sturmgewehr, dieser alte Bastard, Ershimisi. Ach so. Weil es nämlich auch kein Watchman ist, sondern so ein komischer Soldat von der Armee. Ach toll, jetzt kommen die hier aber überall. Diese alten Ershis. Vor allem kommt der jetzt der verdammte Watch Captain. Na toll, da kommen Bullen. Das ist sogar schon ein Commissioner. Ey, ihr habt doch alle den Arsch offen, ihr Bastarde. Ich setze jetzt wieder den Wand für Teleport ein. Na toll. Nicht viel besser. Was haben die denn auf einmal da an Wand fürs Lieb? Hier, du Bastard, Maga. Hab ich nämlich einen Wort aufs Liebe erhalten, Ershis. Den muss ich jetzt allerdings auch gleich einlösen. Beziehungsweise einen von den vielen Wands aufs Liebe, die ich hier anscheinend hab. Toll, er hat 71 Striche. Ich ziehe überhaupt nichts ab. Der Köter ist natürlich tot. Jetzt rattert dieser komische Captain auch noch die ganze Zeit. Na, zum Glück scheint er ja nicht zählen zu können. Allerdings bin ich jetzt gleich tot, wenn es so weitergeht. Ich muss mich jetzt einfach wegteleportieren oder ich bin tot. Endlich geht mal der Healing Skill hoch. Man weiß, es scheint der Spruch aber nicht wirklich besser zu sein. Wieder mit dem Bastard Maga. Na toll! So lange werde ich jedenfalls nicht mehr durchhalten, fürchte ich. Toll, schon wieder zu viele verdammte Items. Was soll ich denn jetzt einspeichern, frage ich mich. Oh Mann, ich wollte Telepathitis haben. Leute. Ja, ist noch eine Eisbox. Wenn ich wüsste, wie das verteufelte Turn Undead geht, dann könnte ich vielleicht versuchen, diese Leichen wiederzubeleben, aber ich habe ja keine Ahnung, was Turn Undead machen soll. Bis jetzt hat es jedenfalls noch nie funktioniert. Wieder diese Korps.
Schreckt mich doch, ihr alten Löcher. Schade, anscheinend sind die nicht so blöd und versuchen durch den Shopkeeper durch auf mich zu schießen. Na toll, die kommen aber da rein. Ja, und eure komischen Granaten. Ihr seid ja nervig. So haben die aber auch Granaten. Boah, das ist so ein verdammter Watchman-Bastard. Und zum Glück hat er ja nicht so arg viele Striche anscheinend. Um, du alter Bastard! Jetzt krieg ich mal ein paar Granaten. Natürlich, tut dir jetzt so, als müsste ich für die Granaten auch noch bezahlen. Klar doch. Ihr könnt mich alle mal. Na toll, es ist dieser verdammte Watch-Captain. Gegen den kann man mal wieder nichts machen. Dann teleportiere ich mich halt raus. Die Bullen können mich mal sowas von am Arsch lecken. Na toll. Gegen die Typen habe ich aber auch keine Chance. Ein komischer Leprechaun. Mal sehen, was dieser Wond hier macht. Scheint überhaupt nichts. Toll. Komisch, wie ist der General zum Teufel da durchgekommen, frage ich mich. Anscheinend ist der General der in der Lage ist, auch durch Wände durchzugehen und den ich nämlich neu eingefügt habe. Kann ich ja von Glück sagen, dass es mich überhaupt noch gibt? Und dass sie auch so blöd sind und die Treppe nicht bewachen. Auf die Weise konnte ich jetzt nämlich sogar nochmal entkommen. Ich habe ein Level geschafft, weil ich nämlich super bin. Aber jetzt muss ich unbedingt erstmal gucken, was ich hier überhaupt so alles habe. Na toll, das war für Destroy Armor. Das habe ich ja jetzt toll hingekriegt. Und der war offensichtlich für Confusion. Was muss das aber auch den Plus 3 Schild wegnehmen? Jetzt gibt's den einfach nicht mehr. Das lauter Wands fürs Lieb. Ich hole jetzt einfach mal den Disruptor, weil ich ja irgendwas machen muss, um gegen die Gegner zu gewinnen. Toll. Als ob ich Endure Heat bräuchte.
Habe ich also einen so komischen Disruptor? Der ist zwar nur auf Basic, sollte aber trotzdem zumindest besser sein als der volllose Speer, den ich die ganze Zeit gehabt habe. Gibt dir so komischer Köter? Ein Scroll für Destroyer Armor, na toll. Das ist sogar ein Large Cat. Den versuche ich jetzt mal in Steam aufzunehmen. Bin mal gespannt, wie lange der Katzenhund überleben wird. So ein verdammter Nager. Katzenhund soll vorausgehen und dem zeigen, wo es lang geht. Toll. Aber der Nager ist da sogar noch. Jetzt ist er endlich fertig gemacht. Und auch noch ein Goblin. Nur irgendeine Resistenz hat das jetzt gegeben. Ich weiß allerdings leider nicht, was für eine. Es war entweder Feuer oder Kälte. Der Wand ist mal einigermaßen gescheit, den kann man benutzen, um im Notfall zu entkommen. Allerdings geht das nicht immer. Komisch, dass es eine Statue von einem Yellow Light gibt. Da kommt ein Rabe. Der ist ein nerviger Gegner. Blöder Katzenhund soll den Gegner angreifen. Natürlich, ich habe dreimal nach der blödsinnigen Falle gesucht. Wenn ihr nochmal Glück gehabt. Ich habe schon 44 Wurfsterne. Aber die bringen ja leider auch nicht so wirklich was. Toll, ist es etwa schon wieder Team End. Ist ja klasse. Kommt wahrscheinlich irgendwo ein Rockmaul. Wie wär's denn, mir mal zu helfen, du komischer Katzenhund, anstatt da einfach nur mit irgend so einer komischen Kiste rumzudödeln?
Wir alle hassen dieses verdammte Team End. Es gibt aber auch ein Team End. So, ja, Naga-Bastard ist jetzt zwar wenigstens weg, aber. Na ja. Verdammter Ameisen-Bastard auch. Na, kommt jetzt schon wieder der nächste Ameisen-Bastard. Boah, das gibt's ja nicht, der ist tot gemacht. Dieser kleine Bastard, ey. Stimmt genug, dass ich wegen dem meinen verdammten Heiltrank nicht mehr hab. Ja, und der blöde Dieb ist auch weg. Hey, ich zeig's euch, ihr alten RCs. Komischer Confusion Scroll. Ich gehe jetzt einfach mal ins nächste Level. Schon wieder ein Katzenhund. Wird der halt auch noch ins Team aufgenommen. Mein Plan ist es nämlich schnell nach Sokoban zu kommen. Und hoffentlich, na toll. Das habt ihr erst toll hingekriegt. Jedenfalls will ich dann hoffentlich ein Amulett für Reflection kriegen. Was zum Teufel ist das denn? Kein Plan, was zum Teufel ein Bannig sein soll. Oder was der macht. Hä, der kann Scrolls einlösen? Na toll. Das wäre nämlich einer für Teleport gewesen, der jetzt aber natürlich weg ist. Der ist ja jetzt aber wenigstens kein Badnik mehr. Ist ja komisch, dass der in der Lage ist, Scrolls einzulösen. Ich meine, da rechnet man ja nicht mit. Kommt so ein ganz komisches Level. Vor allem direkt nebendran ist anscheinend die Treppe nach Sokoban. Aber da geht's dann im nächsten Video weiter.